Herzlich willkommen zum Hack the Planet Podcast mit Daniel Kirstenpfad vom Schrankmonster-Blog. Und mit Andreas Heil vom Hack the Planet Blog. So, hallo Daniel. Eine neue Woche. Hallo. Hallo. Was gibt's denn heute? Heute haben wir ein paar Neuigkeiten von uns natürlich mal wieder mitgebracht. Das ist wahrscheinlich ein bisschen was bei dir passiert, ein bisschen bei mir und einem ganzen bunten Strauß Themen, die wir heute besprechen. Genau, ein buntes Durcheinander. Genau, also alles, was uns so untergekommen ist, die letzten paar Tage. Ich fange mal direkt an. Vielleicht hat es ja der eine oder andere gesehen. Ich habe tatsächlich mal auf unsere Webseite so einen Patreon-Button draufgeklebt. Man kann, wie heißt das, Patron werden? Ne? Das habe ich ja noch nicht mal gesehen. Für den Podcast. Der ist rechts unten, so ein roter Button. Und da kann man dann für sagenhafte 2 Euro im Monat kann man da Patron werden. Also nicht, dass wir Geld wollten, sondern ich dachte, hat jeder Podcast, müssen wir einfach mitschwimmen. Also ich bin einfach mal draufgeklebt. Und ich habe mir dann Folgendes überlegt, wenn da mal irgendwann was rumkommt, dann investieren wir das Geld gnadenlos in Gadgets, die wir in dem Podcast besprechen. Also alles, was da irgendwie rausfällt, kann in Hardware investiert werden, was wir dann mal also durchtesten, weil uns läuft ja beiden immer wieder mal irgendwas durch die Finger, was man gerne mal angucken wollen würde und vielleicht jemand auch mal vorstellen wollen würde. Ja, genau. Ich gedenke trotzdem noch Gadgets zu kaufen, ohne dass Geld ankommt. Ja, natürlich. Natürlich, die Gadget-Liste ist ja quasi unendlich. Ne? Und dummerweise wird ja immer neues Zeug hergestellt. Da kommt man ja gar nicht hinterher. Und da habe ich tatsächlich ein Gerät, ich habe da schon länger, aber mein Sohnemann hat das wieder rausgekramt. Und ich finde einfach die Technologie toll. Wir können sprechen vielleicht auch ein bisschen kurz über das Gerät, weil das hat so ein paar Nach- und Vorteile. Und zwar ein mobiles Mikroskop. Habe ich ursprünglich gekauft, weil wir haben immer noch nicht drüber gesprochen. Ich habe ja mein Laptop vor einem Jahr gebrickt. Also ich habe das BIOS beim Versuch, das zu flashen mit einem externen Flasher, den man so auf das Ding Aber erzähl doch jetzt einfach mal, das hast du jetzt schon ein paar Mal geteasert. Erzähl ich. Also ich hatte die geniale Idee, oder andersrum, ich habe ja so einen von Schenker, so einen Neo 5, 15 Zoll Gaming-Laptop mit einer richtigen Grafikkarte, so eine GeForce für Mobile ist drin, die kann man auch rausmachen. Passt halt leider nicht in den Desktop-PC rein. Und der hatte ein kleines Problem, und zwar wurde der extrem heiß. Der wurde richtig heiß, ne? Und du konntest das Laptop, das Gehäuse nicht mehr anfassen. Und dann habe ich ein bisschen nachgelesen und habe herausgefunden, mit einer ganz, ganz dummen Kombination von BIOS und Firmware auf dem Gerät, und die hatte ich dummerweise, funktioniert die Regelung der Lüfter nicht ordentlich. Ne? Und habe ich nachgelesen, ein paar Supportartikel, was man installieren muss, und habe versucht, das Zeug zu flashen. Und was ist passiert, als ich das BIOS geflasht habe? Der Horror, was überhaupt passieren kann, Strom weg am Gerät. Also wirklich, das war angeschlossen? Angeschlossen am Netzteil, beim Flashen Strom weg. Was ist passiert an der Stelle? Also das war so eine Kaskade wohl von Versagen, die da passiert ist. Wahrscheinlich der Akkudefekt. Und in dem Moment, wo das Gerät eine bestimmte Spannung zieht oder gezogen hat, in dem Fall, hat der Akku gemeint, jo, geht nicht. Und dummerweise scheint das so. Also das Gerät läuft zwar ohne Akku, das geht, hat ein paar Macken dann, also zum Beispiel der Standby funktioniert dann nicht mehr, sobald kein Akku drin ist. Also mit Strom, ohne Akku geht kein Standby. Und auf jeden Fall war in dem Fall einfach der Strom weg, mitten im BIOS flashen. Ne? Und das, ich meine, ich habe schon lange kein BIOS mehr geflasht, und ich habe nur gemerkt, es hat sich gefühlt in den letzten 30 Jahren da nichts verändert. Und hin und her geflucht und habe gedacht, ne, was machst du jetzt? Habe ein bisschen geguckt, ne, gibt es ein neues Mainboard? Ich habe rausgefunden, was da für ein Board drin ist. Das kriegst du nicht mehr zu kaufen. Bei eBay gab es ein, zwei, genau von den Boards hätte man tauschen können. Die waren aber sacke teuer. Ich sag, lass mal. Ne? Und dann lag das eine Weile rum. Und das hat mich dann doch gefuchst. Also ich wollte das Laptop, also das war gerade mal bezahlt, ne, so quasi. Mhm. Oder abgeschrieben, so rum. Und dann habe ich gedacht, na, okay, was machst du denn jetzt? Eigentlich ist es wieder zu schade zum Wegwerfen, auch gerade wegen Grafikkarte und gutes Display drin, etc. Dann habe ich ein bisschen rumrecherchiert und habe in Berlin eine Firma gefunden, die nennt sich, andersrum, zu der kommen wir gleich. Ne? Was habe ich gedacht? Alter, flash das BIOS selbst. Kannst du doch, ne? Bist ja nicht ganz doof. Und habe mir so ein Gerät auf Amazon bestellt, das klemmst du tatsächlich auf die BIOS, also wenn die so Ärmchen haben, ne? Die sehen ja aus, so die Chips, wie so kleine Spinnen, und die haben diese Ärmchen.
Und dann gibt es so Zangen, die klemmst du da drauf und dann hat eben die Zange so einen Pin für jedes der Ärmchen. Und dann ist da noch ein kleiner Chip dran und schließt das Ding mit USB an den Rechner an, gibt eine Software. Mit der Software spielst du dann im Prinzip das BIOS ein. Ne? Und ich habe auch das Image gefunden von dem Hersteller. Ich hatte alles, habe das Ding draufgespielt und habe das auch alles schön nach Anleitung gemacht. Und dann ist es so, diese Chips, die haben an einem der Füßchen ist in der Regel auf dem Chip ein kleiner Punkt. Und der Punkt ist im Prinzip Ground, ne? Also von der Spannung. Und ich habe die Doku gelesen und ich wundere mich, so, warum schließen das Ding so rum an? Gehört doch eigentlich andersrum. Ich dachte, aber wird ja in der Doku schon so sein. Also, ne? Also Doku muss ja recht haben, immer. Hat ja jemand gemacht, der Ahnung davon hat. Ich stecke das drauf und flash das und es macht einfach plopp. Und Rauch steigt aus dem BIOS-Chip raus und da ist ein kleines schwarzes Loch. Und also ich lache jetzt aber. Erste Reaktion noch, also Fug, ja. Jetzt ist der Rauch raus. Und, also die funktionieren ja alle mit Rauch, diese ganzen Chips, ne? Ja, ja, und dann dachte ich so, wow, ne? Also ein richtiges Loch drin. Und das ist da eben passiert, ne? Und weil ich dann überlegt habe, blödsinn das Ding runter. Ich habe mir auch den Chip besorgt, ne? Also unkostengestürzt für einen Euro noch was von AliExpress, genau den Chip bekommen und war also knapp davor, dass ich den runterlöte. Und das Problem ist aber, wie dieser Chip verbaut ist mit der Kühlung an dem Laptop. Das ist alles nicht so ohne. Man kann den runterlöten, aber nicht bei Dingen, die du lieb hast, ja. Also das ist immer so ein bisschen die Abwägung. Ne? Und dann dachte ich, bevor du da jetzt wirklich dann, also hast du eh schon geschrottet, das Ding. Also ich weiß jetzt auch, dass man eben das Gerät, wir verlinken das auch mal, diesen Flasher. Ich weiß, dass man den jetzt andersrum macht. Ich habe übrigens im Nachgang dann eine aktualisierte Doku gefunden, wo tatsächlich drin steht, dass in der alten Doku das falsch war. Dumm halt. Ne? Das ist ein kleines Detail. Und zwar, nachdem ich genau nach dem Problem gesucht hatte, kam ich instant, wir hatten schon mal drüber gesprochen, wenn du das Problem kennst, findest du die Lösung instant. Ne? Und das war es dann auch. Ne? Ich habe genau das eingegeben, was bei mir passiert ist und habe dann auch die Lösung dafür gefunden, wo eben das in dem Programm der Doku das eben in einer Version und die, wo ich eben hatte, war das falsch. Aber diese Dokumentation hat doch einen Job und dann hat es nicht hingekriegt. Nee, das ist, die ist nicht durch eine QS gegangen. Ne? Die wurde über drei Sprachen wahrscheinlich, so war es ja auch ungefähr, übersetzt und dann hat jemand geschrieben, der von der Zielsprache keine Ahnung hatte oder vielleicht war es eine KI, ne, die das gemacht hat, können so ein Skynet, wo das probiert hat und naja, auf jeden Fall, das Ding war kaputt und danach, bevor ich jetzt einen Lötkolben schwinge, habe mir dafür extra eine neue Lötstation bestellt, das war der Vorwand, ne, dass ich gesagt habe, oh, ich brauche eine neue Lötstation, mit der ich halt Dinge reparieren kann. Und dann dachte ich, aber jetzt guckst du lieber nochmal nach, ob es nicht vielleicht jemand kann. Da habe ich was gefunden. Electronic Loop in Berlin heißen die. Die kann man echt empfehlen. Die haben nur den Job, also wir sprechen ja öfters über Nachhaltigkeit. Und die haben nur deren Job ist, die nehmen Geräte, die du hinschickst und für eine Pauschale reparieren die dir. Ne? Also die sagen irgendwas, Display tauschen, Tastatur tauschen, Akku tauschen oder so. Oder halt jetzt wie bei mir Mainboard tauschen oder Grafikchip tauschen. Kostet bei Gaming-PC ein bisschen mehr, also ist ein dreistelliger Betrag, aber ist immer noch günstiger, als ein Gerät wegzuwerfen. Die besorgen auch die Chips, also genau die passenden Chips, haben die Firmware drauf. Ich habe das Ding hingeschickt, das hat irgendwie 2 oder 3 Wochen gedauert. Du kriegst von jedem Schritt, also das ist eine kleine Firma, ne? die hat irgendwie so ein Stockwerk, so also ein Berliner Haus, die haben ein paar YouTube-Videos, wie sie das machen. Und du kriegst also von dem Moment, wo das Paket ankommt, bei jedem Schritt eine E-Mail, ne, da steht dann drin, wir haben das Paket bekommen, wir haben das Paket aufgemacht, im Paket war Folgendes drin, das und das, Akku, Netzteil, pipapo. Ne? Dann nächste E-Mail, wir haben den Rechner aufgemacht, wir haben festgestellt, die Festplatte ist leer. Ne? Also habe ich gesagt, jo klar, ne, habe es ja vorher formatiert ein paar Mal. Also, ne, und du kriegst wirklich bei einem, wir reparieren das jetzt, wir machen das, wir machen dies. Also alle 2 Tage gab es ein Update und irgendwann kam das Update. Ne, ist alles gemacht, wurde getestet, verpackt, zurückgeschickt und dann kam das Ding an. Die haben vorher noch gefragt, sollen sie dafür ein paar Euro Windows installieren? Ich habe gesagt, nee, mache ich selbst, habe ich ja rumliegen. Das Löschen von der Platte war ja Absicht.
Und dann kam das Ding zurück und ich schalte das ein und funktioniert. Ne? Also einwandfrei. Und der Akku funktioniert übrigens auch. Das heißt, da war ein anderer Chip schon defekt. Ne? Also was auch immer die alles getauscht haben, da war einfach eine Reihe von Dingen kaputt. Vielleicht auch durch die Überhitzung, aber die haben das super repariert. Okay, das haben sie dir gar nicht gesagt, und was sie alles getauscht haben? Doch, ich habe es in der E-Mail drin. Aber so, okay, die Chip, also ich bin ehrlich, die Chipnamen sagen mir nichts und war mir in dem Moment auch, bin ehrlich, ne, war mir komplett egal, hab gedacht, super, ja, habt ihr toll gemacht. Ne? Und dann hat das Ding funktioniert und das läuft seitdem super gut. Die machen auch so Dinge, du kannst ein Gerät hinschicken und sagen, hier, genau, was sie noch gemacht haben, die haben die ganze Kühlung abgebaut, also die Lüfter rausgemacht, neue Leitpaste drauf, also das aktualisiert alles, also geupdatet. Und man kann die Geräte auch hinschicken, nur für den Job, ne? Also kostet dann ein paar Euro, dann bauen die es auseinander, säubern die Kühlung, neue Kühlpaste drauf. Man merkt das auch an dem Gerät, ne? Also dass es wieder anders kühlt. Und auf jeden Fall neue Firmware installiert, der Bug ist weg, also mit der Überhitzung, der ist weg und das hat ganz gut funktioniert. Na, auf jeden Fall für das Löten und worauf ich raus wollte, für das Löten und für das Angucken von dem Loch im Chip, dachte ich, ich will ein Mikroskop, ja, um sowas anzugucken. Habe mal ein bisschen recherchiert und ich habe mich bis zu dem Punkt, ich dachte immer, so ein Mikroskop kostet ein paar hundert Euro. Ja. Und ich habe was gefunden, so, also einen Hersteller kann ich ja noch nicht mal sagen, aber gibt es bei Amazon, verlinken wir auch. Das Ding kostet 30 Euro, ist so wie ein Kugelschreiber von der Größe, natürlich wesentlich dicker, ne, ist so 2 Zentimeter im Durchmesser, vorne sind LEDs drin, das legst du also hältst du hin und das vergrößert von 50 bis 1000 Mal, ne? Also kannst du Haare mit angucken, Staubkörner, ne? Alles mögliche, Chips, ne? Leiterbahnen, da kannst du gucken, ob irgendwo was durchgebrannt ist, ob eine Lötstelle gut ist. Das ist portabel, also da ist ein Akku drin, wird per USB aufgeladen. Da sind noch so Plastikständer dabei, dass man es auch festhalten kann, aber das Transportable ist eigentlich der Vorteil an dem Ding. Wie groß ist das so? Und, wie ein Kugelschreiber, also 8 Zentimeter lang und 1 Zentimeter im Durchmesser. Ne? Okay, das ist ziemlich klein. Ja, also so also relativ klein. Hat so einen Drehregler eben für die Vergrößerung. Das ist eigentlich von der Elektronik, das ist eben ein Sensor drin, da ist keine Optik drin, ist ein Sensor, aber vorne auch LEDs für Licht, also ne, ganz nett. LED kannst du die Helligkeit auch dann dementsprechend hoch und runter drehen. Man muss sagen, die Bilder, die auf Amazon sind, in der Auflösung kriegst du die Sachen nicht hin. Ne? Also da, die zeigen da mehr so Zellen von einem Blatt. So gut kriegst du das eigentlich nicht hin. Aber also was da, tausendfach Vergrößerung steht da, ne? Haare und Zeug, super. Ne? Also, und die Qualität von den Bildern, einwandfrei. Jetzt kommt der Clou, das Ding kostet 30 Euro. Ne? 36, ja, sehe ich gerade. 36 Euro, cool. Genau. Hat einen Haken, ne? Wie verbinde ich das mit dem Gerät? Ich dachte eigentlich so, Bluetooth, nee, ist Wi-Fi. USB. Wi-Fi? Nee, Wi-Fi, ja, und jetzt halte ich fest, wenn du das einschaltest, macht das ein Wi-Fi-Netzwerk an und du connectest dich einfach auf das Wi-Fi-Network. Jetzt kommt der Haken, da ist noch nicht mal ein Passwort drauf. Das heißt, im Prinzip kann sich jeder, der so in 10 Metern Umgebung ist, auf das Netzwerk connecten und mitgucken. Also, naja. Ja, hochsicher. Ja, genau. Aber ich meine, man guckt ja nur irgendwelche Dinge an. Ne? Also der Nachwuchs liebt das Ding. Der Sohnemann rennt da mit rum und guckt sich alles Mögliche an. Du kannst es auf dem Handy angucken. Da ist eine kleine App, gibt es dafür. Gibt auch für Mac und PC eine Software, wo man das anschauen kann. Und da das ja über Wi-Fi läuft, kann man sich da auch was Eigenes programmieren. Okay, also da ist eine eigene Batterie auch drin. Da ist ein Akku drin, ist ein kleiner Akku drin, hält relativ lang. Ich habe das jetzt in einem Jahr immer aufladen müssen. Okay. Es ist halt auch, also was das liefert, ist tatsächlich Video in 1080p, was darüber läuft. Ne? Also recht gute Qualität. Und wie gesagt, die Bilder sind einwandfrei. Das ist eine tolle, ja, cool. Tolles also für so Krabbellötarbeiten ist das sicherlich keine schlechte Idee, ja, das auf einem großen Bild zu haben, genau, statt auf so einem kleinen Display nur oder im Auge. Das war auch so ein bisschen, wie ich draufgekommen bin durch die Videos vom Rossmann, den hatten wir schon mal verlinkt, von der Rossmann Group, weil der macht halt dieses ganze Löten von den Apple-Geräten alles unterm, ich wollte schon sagen, Rastermikroskop. Ne? Das ist ja so klein, das kannst du ja mit bloßen Augen gar nicht machen und der macht das alles unter Mikroskop oder halt unter Vergrößerung. Und dann dachte ich mir, irgendwie braucht man das doch so als Stream, dass man das machen kann. Ich dachte, vielleicht kann ich das auch mal irgendwie auf Twitch, gerade wenn du lötest oder so, dass man da eben so ein Bild einblendet.
Und coole Geschichte. Ne? Also jetzt habe ich das Mikroskop, ich habe die Lötstation, der Rechner geht wieder. Steht eigentlich nichts im Weg, dass ich mal wieder einen Stream mache, wo ich auch den Lötkolben schwinge. Und vielleicht löte ich ja mal endlich die Korn-Tastatur zusammen. Aber also so viel zu einem kleinen Gadget, wo ich mal dann die Zeit drüber gestolpert bin. Also sehr, sehr nette Geschichte. Und es ist für das, was du bekommst, kleines Geld. Ne? Und ich hatte jetzt auch gerade den Hersteller gesehen, aber da gibt es wahrscheinlich noch mehr. Das war... Also das, was du, ja, das, was du jetzt auf den, was wir auch in die Shownotes packen, das ist mehr oder weniger ein sehr generisches Gerät. Ne? Genau. Also das klingt jetzt wie ein Dropshipper oder so. Ja, ja. Heystop, ne? Heißt die. Es wird irgendeine Firma Fabrik, also es gibt auch auf Amazon dasselbe Gerät in tausendfacher Herstellerausführung. Ja. Also das ist wahrscheinlich, hat das irgendeine einzige Fabrik hat das einmal hergestellt und seitdem verkaufen das hunderte einzelnen Unternehmen. Ja. Es ist auf jeden Fall für solchen Anwendungsfall zum Löten, glaube ich, keine schlechte Idee. Das Zeug ist ja wirklich winzig. Und wenn du dann so eine SND-LED da drauf rumlötest, da willst du, glaube ich, genauer mal wissen, wo du dann den Lötkolben hinsetzt, bevor die LED explodiert. Ich habe mir noch zwei Sachen gemerkt jetzt oder mitgeschrieben, die ich jetzt noch als Hinweise machen wollte. Der BIOS in diesem Notebook sichert sich nicht selber ab. Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass das in den 90ern beendet wurde, dieses der Strom ist weg, der BIOS explodiert. Beim Flashen? Ja. Frag mich nicht. Ah. Also das BIOS sieht, das war jetzt kein so ein modernes, so ein BIOS, das sieht auch noch wirklich aus. Ich habe mich, als ich das gemacht hatte, hatte ich mich da richtig reingenördet. Also ich habe das alles schon wieder vergessen. Es gibt so zwei BIOS-Hersteller, also auch von der Software. Es ging ja darum, was kannst du auf dem Chip alles installieren. Das BIOS, was ich jetzt drauf hatte, das war, auf dem Chip oder auf dem Board war das eigentlich eins von den, ich will jetzt nicht sagen schlechteren, aber mit dem anderen hättest du eigentlich mehr machen können. Du kannst BIOS von anderen Herstellern installieren, aber das, was ich halt gerade drauf hatte, war in Kombination mit der, war das die Northbridge oder irgendwas? Also mit einem anderen Chip noch was drauf war. Die musste auch in der richtigen Reihenfolge updaten. Ah, okay. Und beim zweiten Update, also der erste hat, also dieser andere Chip, ich musste echt nochmal nachgucken, da hat das Flashen ohne Probleme geklappt und beim BIOS, aber es war wirklich, weil der Strom weg war. Ne? Und er war dann, vielleicht war das auch ein dummer Zufall, aber beim Einschalten war das Ding einfach schwarz. Also dieses BIOS war komplett gebrickt. Und Das ist ja also heute sowieso ein bisschen komplizierter mit diesen ganzen verschiedenen Systemchips, die da drin sind oder Steuermikrocontrollern. Weil ich kenne das jetzt von meinem Notebook. Ich habe den komischen Effekt, ich habe hier so ein neues Notebook von HP. Mhm. Ich habe jetzt selber überlegen müssen. Und das updatet sich scheinbar mit Windows. Mhm. Da habe ich Windows 11 drauf, auf zwei verschiedenen Platten. Und wenn ich das eine boote, dann installiert das immer ein System-Update. Und wenn ich das andere boote, dann installiert das auch wieder ein System-Update. Mhm. Die updaten sich dann immer den BIOS einmal vor und wieder zurück die ganze Zeit. Das eine ist anders gemanagt wie das andere. Deswegen haben die nicht denselben Patch-Stand sozusagen, die zwei Windows. Und das führt dazu, dass die sich gegenseitig updaten die ganze Zeit. Mhm. Das ist echt seltsam. Aber offensichtlich geht das heute im Hintergrund das gesamte System da anders. Und ich hätte das ja nie gemerkt tatsächlich, weil das wird nicht angezeigt oder so. Da steht dann immer nur beim Booten, wir installieren System-Update. Mhm. Da gibt es bei Windows nochmal bei Windows 10 offensichtlich nochmal so ein extra Bildschirmanzeigezeug. Aber das BIOS verhält sich anders. Okay. Also normalerweise drücke ich immer F2, um in den BIOS reinzukommen. Und das abgedatete BIOS will aber, dass ich F10 drücke. Und also das ist immer 50-50 Chance, ob ich das gerade das abgedatete BIOS vor der Nase habe oder das alte BIOS. Und dann muss ich entweder F10 oder F2 drücken. Das ist ziemlich doof. Genau. Das als Kuriosität. Mhm. Und dass ein Gerät, das einen Akku hat, nicht angeht, das habe ich auch schon mal beobachtet in einem anderen Kontext. Okay. Ich habe hier vor Jahr und Tag mal so ein Tablet, Android-Tablet von der Telekom gekauft. Die haben das da irgendwie damals für 50 Euro oder so, konntest du dann als Telekom-Kunde so ein Tablet bekommen. Mhm. Das habe ich benutzt und irgendwann war es durch. Also durch im Sinne von, die Rückseite wollte sich vom Rest trennen. Der Akku hat einfach gesagt, so ich hab genug gesehen, ich will jetzt frische Luft. Mhm. Dann habe ich das Ding aufgemacht, das ging alles, weil nur Plastik. Und dann habe ich den Akku rausgebaut und habe gedacht, ach ja, der Akku hier, Standard, da hängst du jetzt einfach Netzteil dran. Das geht doch bestimmt, ohne Akku zu betreiben. Mhm. Nee, geht's nicht.
Also es geht nicht an, wenn du nur Micro-USB ist das noch, wenn du das dranhängst. Mhm. Normales Micro-USB-Netzteil. Dann habe ich mir gedacht, bist du super schlau? Spannungswandler geguckt, Akku eingestellt, also die Spannung eingestellt und dann quasi so getan, als wäre ich vollgeladener Akku, mich dran gesteckt. Mhm, geht an. Bootet. Geht ungefähr so bis zur Hälfte vom Bootprozess und dann geht's aus. Und dann startet es wieder neu. Stellt sich raus, die Akkus benutzen die in solchen vielen von diesen Geräten, wahrscheinlich auch in deinem Notebook, als Lastspitzenbrückung. Mhm, okay. Das Netzteil alleine ist nicht in der Lage, die Lastspitzen, die so ein System unter Volllast oder beim Booten zum Beispiel aufruft, abzufangen. Da brechen dann die Spannungen ein. Und wenn der Akku kann quasi mehr Spannung, mehr Ampere liefern, als das so ein Standardnetzteil kann. Mhm. Deswegen booten die Dinge auch nicht, bis der Akku einen bestimmten Ladestand hat, damit er das brücken kann. Okay. Und ohne Akku und ohne die chemischen Fähigkeiten des tollen Akkus so viel Strom zu liefern in dem Moment, wenn es gebraucht wird, startet das Ding auch gar nicht. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich ein Netzteil doppelt, dreifacher Größe irgendwie dran dengeln müssen. Ich habe es probiert mit der doppelten Größe, das hat nicht geklappt. Mhm. Also statt 2 Ampere habe ich 4 Ampere genommen bei 5 Volt. War nichts zu machen. Also das Ding ist immer, du hast dann auch sehen können am Messgerät, dass die Spannung einfach zusammenbricht in dem Moment, wo er dann Last macht. Okay. Vom Netzteil, was ich da dran gesteckt habe. Ja, und dann vielleicht als Hinweis für alle, es geht nicht so einfach, dann einfach einen Akku rauszuzerren. Meistens ist das ein integraler Bestandteil des Konzepts. Ja. Wo wir wieder bei dem Thema, ne? Nachhaltigkeit und Recht auf Reparatur wären. Ja, ja, in dem Fall sparen sie sich halt fettere Netzteile dafür, dass sie den Akku drin haben. Aber auf der anderen Seite willst du halt eigentlich auch den Akku irgendwie ersetzen können. Und da sind chinesische Android-Stangenhersteller irgendwie besser unterwegs als so Apple und Konsorten. Mhm. Also weil in dem Ding war der Akku weder verklebt noch irgendwie sonst besonders. Das ist einfach ein Standard-Akku. Ein bisschen wie in der Tastatur, die ich das letzte Mal erwähnt habe. Da ist auch so ein Standard-Akku drin, den du einfach mit Typnummer, die da drauf gedruckt ist, bestellen kannst. Das hat nichts Besonderes. Mhm. Und warum auch nicht? Dafür sind die Akkus halt auch von der Qualität her wahrscheinlich. Was ist wahrscheinlich? Ich weiß es, weil der Akku jetzt in dem Fall sich ja aufgebläht hat nach kurzer Zeit. Okay. Also USB-Mikro, ich habe es in die Shownotes gepackt. Mhm. Weil du gerade von den Akkus erzählst. Ich habe eine Ausgabe vom Make Magazine daheim. Make Magazine sagt ja wahrscheinlich was, ne? Also Maker ja. Fair. Ja. Genau. Und da habe ich ein Abo von Make und da habe ich daheim noch ein Heftchen liegen, wo beschrieben wird, wie du solche Akkus, also so Standard-Akkus auch baust. Also wenn man mal so einen Akku aufmacht, wird hier immer davor gewarnt und macht man hier auch, ne? Also ganz wichtig. Liebe Kinder am Radio, oder wie heißt es, nicht am Radio, am Podcast, ne? am iPhone etc., schneidet keine Akkus auf. Oh Gott, nein, tut das nicht. Macht nicht das, was wir jetzt gerade erzählen. Ne? Nämlich, wenn du so ein Ding aufmachst, was fällt dann raus? Dann fallen kleine Zellen raus und die haben genau die Größe von so einer AA-Batterie. Mhm. Ne? Und wenn man die dann eben durchbricht, also meistens, die bricht ja so ein Akku zusammen und da kostet dann viel Geld, ne, je nach Gerät. Und wenn man dann diese Zellen mal alle durchprüft, ist es ganz oft so, dass eben nur eine, zwei oder ein paar von den Zellen wirklich defekt sind, weil die radikal zusammengebrochen sind, also chemisch, und die restlichen noch funktionieren. Und wenn du das Ding dann eben entsprechend dann austauscht und neu lötest und baust und dann mit dem richtigen Chip dann entsprechend versehst, dann kannst du dir eben so einen Akku, ne, wie der eben in der Fabrik gebaut wird, auch selbst bauen. Oder auch, jetzt kommt der spannende, Akkus mit einer höheren Kapazität. Da kann man sich da das irgendwie zusammenbasteln. Macht das aber bitte nicht. Ne? Wir warnen hier. Ich würde davon sehr stark abraten. Also man hat ja dann heute, sind es dann irgendwelche Lithium-Ionen, Lithium-Polymer-Akkus. Wenn ihr Lithium-Polymer-Akkus vor der Nase habt, ich habe ja jetzt dieses Quadcopter-Rumfliegerei gemacht. Mhm. Da habe ich ja auch so Lithium-Polymer-Akkus drin, weil die am meisten Bums haben, wenn du fliegst. Das Problem ist, die haben nicht nur Bums, wenn du fliegst, also wenn du Strom abrufst, sondern die sind auch besonders zickig. Und wenn ihr da irgendwas brückt, wenn ihr da irgendwas kurz schließt, dann gehen die Dinger hoch. Und wenn die auf den Tisch hochgehen, dann hast du sofort Feuer auf dem Tisch und Rauch und da kommt da so ein Qualm raus, den willst du nirgendwo haben. Das löscht du auch nicht einfach, indem du es in Wasser schmeißt oder so. Lithium, das brennt, ist ganz, ganz schlecht.
Und ich kann nur davon abraten, das zu machen. Und meistens, also die AA-Batterien, die hatte ich tatsächlich selber noch nie. Ich hatte entweder, habe ich immer genau solche 18650er Standard-Lithium-Ionen-Akku-Zellen, die in einem größeren Akku verbaut sind, oder halt diese Pouch-Akkus, diese, wo du ganz viele Lagen hast in so einem Plastik, in so einer Plastikhülle, die so quadratisch oder rechteckig oder so irgendwie ist. So flache Tütenakkus sozusagen. Okay. Die habe ich meistens gehabt. Das sind auch die bei mir immer aufschwellen. Die Lithium-Polymer-Akkus, die hatte ich früher in den, also du sagst, in Drohnen sind die drin. Früher hatte ich die in den, also vor den Drohnen gab es also Helikopter, RC-Helikopter, gibt es eigentlich immer noch. Und da hatte ich die auch und die habe ich prinzipiell immer nur draußen geladen, auf einer feuerfesten Unterlage, weil das Zeug kann dir einfach in Rauch aufgehen. Ne? Das kann einfach beim Laden, sobald du da irgendwas Und die sollte man tatsächlich niemals anfassen, weil da gibt es auch Videos, also wenn man da ein bisschen nachgoogelt oder YouTube, ne, da gibt es zig Videos, wo eben Leute einfach so einen Lithium-Polymer-Akku aufmachen. Schon allein beim Aufmachen. Ne, ja, sobald Luft dran kommt, Schluss, genau, und das Ding geht in Flammen auf. Ne. Und wie gesagt, beim Laden, also ich hatte ein oder zwei, die tatsächlich abgeraucht sind und da hilft dann wirklich nur, das ist in der Ecke, wo nichts passieren kann und wo das einfach in Ruhe abfackeln kann. Ja, und wenn die älter werden, dann verändert sich, hast du ja vorhin auch gesagt, die Chemie da drin und jeder, der solche Geräte, elektrische Geräte, elektronische Geräte mit Akkus zu Hause hat, sollte mal in sich gehen, das könnte man jetzt als Serviceaufruf, und mal überlegen, wo die so liegen. Meistens liegen die mittlerweile bei vielen Menschen in irgendwelchen Schubladen im Haus verteilt. Mhm. Ja, ja. Für die gilt dasselbe. Also ob das jetzt eine Lithium-Ionen-Batterie ist, Akku ist, das ist, der ist weniger gefährdet, aber trotzdem passiert es mit den Dingern halt auch, dass sie explodieren. Oder wenn es dann so ein Lithium-Polymer-Akku ist, und die werden jetzt aktuell, weil die sind formbar, die kann man auch, wenn man will, sozusagen gießen, da kannst du beliebige Formen mitbauen. Apple hat mal in so einem Telefon eine L-Form von einem Akku gebaut und sowas. Die sind gefährdeter einfach. Ja? Die blähen sich irgendwann mal auf und wenn die irgendwo drankommen, wenn sie sich so aufblähen, was den Loch reinstanzt, dann Feuer. Einfach sofort. Oder wenn du sie kurz schließt oder so Späßchen. Oder weil eben technisch was kaputt geht, ein Chip, der das Zeug dann kurz schließt, dann hast du ein schönes Feuer im Schrank. Und also vielleicht mal überlegen, wie man da in seinem Haus das macht. Du hast jetzt gesagt, du hast die nur draußen geladen. Ich habe im Keller eine brandsichere Box. Mhm. Da liegen die drin. Die hat einen Brandmelder, der quasi so hier, ich habe so WLAN-Brandmelder, Feuermelder, der hier quasi verbunden ist. Das heißt, wenn es da unten losgeht, dann ist da sofort Ballett. Aber die Box ist so, dass wenn da drin ein Feuer ist, dann dringt das Feuer nicht nach draußen und der Rauch muss durch einen Luftfilter durch. Also das ist nicht luftdicht, also die platzt dann nicht oder so, aber die filtert dann den Qualm nochmal weg. Also da kommt dann trotzdem Qualm raus, aber der sitzt dann nicht überall, sondern die gröbsten Sachen sind schon mal weggefiltert. Und den kannst du nur so weit füllen, wie er selber verträgt. Also das Ding ist auch, das ist relativ schwer und groß, aber da ist ziemlich wenig Platz drin. Okay. Also Lipos oder Lithium-Ionen-Akkus gar nicht dran rumspielen. Also wirklich gar nicht dran rumspielen. Wegwerfen. Ja. Es gibt übrigens auch für 3D-Drucker, wenn wir eh schon beim Thema Feuer sind, es gibt auch für 3D-Drucker so feuerfeste Gehäuse. Also mein Favorit ist ja momentan dieser Ender 5 Pro. Und da gibt es dann so wirklich so ein feuerfestes, das ist ein Überwurfzelt im Prinzip. Das heißt, wenn das Ding mal in Feuer oder in Flammen aufgeht, dass eben nicht gleich alles abfackelt. Und ich habe für ein paar hundert Euro vor kurzem, da habe ich jetzt leider den Link nicht mehr, gibt es sogar ein richtiges Gehäuse, wo du deinen 3D-Drucker reinstellst mit einer Abzugsmechanik. Also wenn der brennt, kümmert sich das auch so ein bisschen um den Rauch und das ganze Gedöns. Also richtig, richtig nobel. Ist auch nicht schlecht. Ich habe vor kurzem mal ein Video gesehen, wo jemand, glaube ich, 50 3D-Drucker hat. Also der druckt so im Akkord. Cosplay-Teile und dass eben bei dem auch mal so ein 3D-Drucker in Flammen aufgeht, ne, das ist nicht ohne. Ja, also es gibt, wenn man Feuer und 3D-Druck sucht, dann findet man eine ganze Menge
spannende Fotos. BatSafe heißt das Ding, was ich habe. Battery Safe. Packe ich auch mal in die Shownotes, weil das ist ein sehr beeindruckendes Gerät. Ist auch eine Fledermaus drauf abgebildet. Ich weiß nicht, ob das Qualitätsmerkmal ist. Genau. Also jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Aber also, wir hatten ja eh gesagt, wir sprechen mal über die Sachen, die liegen geblieben sind. Ich habe es auf der Liste gesehen, du hast dich ja auch mit dem Watchface, mit dem Unity Lights. Ah ja, das letzte Mal hatten wir das Watchface angesprochen. Genau, und ich war ja so fasziniert, also ich war die ganze Zeit abgelenkt von den Bildern, aber ich habe es nicht ans Laufen bekommen auf meiner Uhr. Und im Handy war das auch nicht. Und ich habe nachgegoogelt und Support-Einträge von Apple nachgelesen und. Und die Uhr, die ich momentan an der Hand habe, ist eine Apple Watch SE. Ja. Ja. Und dann dachte ich, das liegt an dem SE, weil das Watchface ist ab Generation 4 da und ich habe einfach keine Info gefunden, was jetzt die SE ist. Also meistens ist das ja irgendein älteres Gerät von Apple, bei den Handys ja auch oder bei den Smartphones. Und habe da nichts gefunden und dachte, das liegt da dran. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich schon ewig lang die Uhr nicht mehr geupdatet habe. Geupdatet auf 8.3. Schwuppdiwupps war das Ziffernblatt da. Na, also du brauchst nicht nur das Gerät, sondern auch die Software, dann funktioniert das Ziffernblatt. Und kaum hatte ich auf 8.3 geupdatet, kam, was glaube ich, 8.4, 8.4.1, 8.4.2. Ja, genau. Dann kam jeden Tag ein Update, also da muss irgendwas im Argen gewesen sein. Und dann hast du ja geschrieben gehabt, oh, mein Watchface ist kaputt. Ne? Und was ist denn bei dir dann passiert? Erzähl mal. Es kam das Update auf die 8.4, ich weiß gar nicht, ob es 8.4.1 oder wie auch immer die Nummer war. Auf jeden Fall die nach der, wo es offiziell released war. Und dann war es weg. Ich konnte es neu erstellen. Also ich war glücklich, als ich es wieder sehr neu anlegen konnte, das Watchface. Aber okay, das, was ich ursprünglich angelegt hatte, das war auf dem Telefon noch zu sehen in der Liste der Watchfaces, aber auf der Uhr war es nicht mehr erreichbar. Jetzt habe ich es einmal neu gemacht. Jetzt ist das alte immer noch auf meinem Telefon. Das, was ich nicht mehr sehe auf der Uhr. Und das neue, das sehe ich auf der Uhr. Also ich habe keine Ahnung, was sie da verzapft haben. Ich denke mal, okay. Ich hatte ja erwähnt, dass das einfach da war. Es hat kein Update gebraucht, damit man es sehen konnte, damit es verfügbar wurde. Ich denke mal, dass die diesen Prozess, wie sie das freischalten, noch nicht so ganz gemeistert haben und entsprechend ist das vielleicht einfach, dass das noch nicht klappt, noch nicht richtig geklappt hat. Jetzt ist es jedenfalls wieder da bei mir und ich hoffe auch bei allen anderen. Wie findest du es denn? Total gut. Ich habe das auch gleich meiner Frau gezeigt, die fand das auch ganz, ganz nett. Ich gucke da immer so gerne zu, wie der Zeiger läuft. Ja, ich hab das jetzt auch drauf. Also ich habe noch eine digitale Uhr, also ich hatte heute eine Klausur und da guckst du natürlich dann eher auf die digitale Uhr, dass du da die Minute nicht verpasst. Aber so allgemein habe ich das Ding inzwischen sehr oft an und hat mir auch gesagt, es gibt ja immer so diese Indiz, wo du gerade in der Stunde stehst. Ne? Und die analogen Uhren, die sind halt auch mit den Kindern besser, ne? Weil du kannst einem Kind einfach sagen, na, der große Zeiger oben, der große Zeiger unten. Weil die es mit den Zahlen ja noch nicht so haben. Oder? Ganz nett. Ne? Und es gibt noch ein anderes Watchface, das heißt nur Lights. Und da hast du dann eben so Farbverläufe in entweder nur Rot oder nur Grün. Das ist nicht ganz so pralle wie eben dieses Unity Lights. Also ganz hat sich mir nicht erschlossen, was jetzt wirklich diese Render-Geschichte ist an dem. Aber es ist nett anzuschauen. Ja. No. Ja, jetzt wollte ich eine App für die Apple Watch empfehlen, weil du sagst, du brauchst das digital. Du kannst ja beides haben. Es gab mal ein Watchface, eine App für die Watch, die hieß Watch the Time. Mhm. Und das das hat dann quasi die digitale Zeit als Komplikation konfigurierbar. Okay. Also du kannst dann auch sozusagen Sachen anzeigen lassen wie die Wochennummer und sowas in dieser Komplikation. Und halt die Uhrzeit in digital. Okay. Und ich habe das damals gekauft, das ist jetzt aber offensichtlich weggenommen worden habe ich gerade festgestellt, aus dem Marktplatz. Aber das ist super. The Watch the Time ist echt ein ziemlich cooles Ding gewesen. Das ist ein ärgerliches Ding, ne? Immer mit den digitalen Besitztümern, die dann plötzlich nicht mehr verfügbar sind, obwohl du dir mal die Rechte da dran gesetzt hast. Ja, sie sind ja verfügbar, du kannst ja nur nicht mehr kaufen. Also ich habe es ja nach wie vor, ich kann es auch nach wie vor installieren, aber also ich habe es nicht verloren. Aber ich kann es dir nicht empfehlen, weil es ja nicht mehr. Du gar nicht mehr, okay. Auch unglücklich, aber naja.
Oder, warte. App not available, genau. Ist nicht mehr verfügbar. Okay. Krass, einfach komisch. Ja, Watch the Time hieß das Ding. Kann man ja auch selber programmieren. Jetzt überlege ich, warum das nicht verfügbar sein, was der Grund dafür sein könnte, weil das ist ja nun wirklich keine. Ist eigentlich ein ziemlich offensichtlicher Wunsch, ne? Dass man die Uhrzeit in digital als Komplikation haben möchte. Genau, weil, also du hast mal schon bei dem Unity Lights, also ich habe da die Stoppuhr drin, Temperatur ist da standardmäßig drin, also das mit den Komplikationen, ich habe da das Datum drin, auch mit dem Wochentag, ne, wenn man vergisst, welcher Tag ist, auch nicht schlecht. Und da wäre noch Platz für die digitale Uhrzeit, aber die fehlt halt. Und die kannst du leider auch, also ich habe es nicht gesehen, dass man es einstellen könnte in der Komplikation. Nee, kann man nicht. Kann man nicht, sehr schade. Ja. Naja. Dafür kannst du Hörbuch, Bücher und deinen Zeitplan kannst du. Es gibt also garantiert, den Kalender, ich habe jetzt bloß kein anderes. Den Kalender kannst du anzeigen, das gibt's. Aber die sind ja für die Watch nochmal ein bisschen anders programmiert, weil die ja dann so halbrund oder so viertelrund, wie heißt denn das da, sind, dass die oben dann in die Dinge reinpassen, in die Watch reinpassen. Ja, also es gibt bestimmt schon eine Komplikation, die das kann. Was ich jetzt gerade beschreibe, aber ich habe sie jetzt nicht gesucht, weil ich habe ja schon eine, deswegen habe ich sie nicht parat, vielleicht wenn du eine suchst, dann findest du bestimmt eine, also ich kann ja nochmal gucken jetzt nachträglich. Die Weltuhr gibt's und also das gibt's, du kannst dir eine Weltuhr anzeigen lassen, dann hast du da die Uhrzeit mit Zeitzonen. Naja, ich habe ja genau das schon programmiert tatsächlich, es gibt ja eine App im App Store drin. Für die Apple Watch, da kannst du dir das discordische Datum anzeigen lassen. Als Komplikation. Also ich habe auch diese ganzen Komplikationen alles schon mal programmiert, die du dir da bei Apple anzeigen kannst. Also ich könnte ja eigentlich die App einfach ersetzen oder erweitern, dass du die Uhr dann noch anzeigen kannst als Komplikation. Das ist wahrscheinlich nur eine Fingerübung. Ja. Ach Gott, ich schreibe mir das mal gleich auf. Dann empfehle ich das nächste Mal nämlich meine eigene App. Genau, dann empfehle ich einfach deine App. Wie ist denn der Prozess? Ist auch bei den Ursachen, läuft das da auch durch das Bergwerk davon? Das läuft auch durch, also, klar, natürlich. Ja. Okay. Bergwerk. Das sind so kleine Gnome, die schürfen die neuen Apps. Also wer das Bergwerk nicht kennt, der muss unbedingt Bits und so anhören. Podcasts, da geht es ja im Prinzip nur über Apple, ne? Also hauptsächlich Apple. So. Packst du den Link noch mit rein? Das zum Bergwerk oder so Bits und so? Nee, zu Bits und so mit Timo und Co. Apropos Bits und so. Ja. Apropos Podcast. Hast du gesehen, Philipp? Ja, instant angesprungen, ne? Leistungstest erfolgreich. Ja, aber es ist nur die Frage, meldest du dich bei ihm? Ja, ich frag mal nach bei ihm. Ja, genau. Finden wir bestimmt ein Minütchen, wo wir das mit ihm machen können. Mhm. Er hat, also total schön, er hat vielleicht auch wieder so ein anderes Thema. Ich habe gerade die aktuellste Folge von ihm gerade, also vom Klick-Klack-Hack, von einem Podcast, gehört und da hat er über Tastatur-Layouts gesprochen und Dvorak und Neo hatte er vorgestellt, hat das auch wirklich im Detail beschrieben und das Spannende ist, ich habe diese Layouts, die stelle ich bei mir in der Vorlesung vor. Mhm. Ja, weil ich komme dann immer so her, warum sind die Tasten angeordnet, wie sie sind? Weil man früher bei mechanischen Tastaturen das so hat machen müssen, dass sich diese Ärmchen da nicht verhaken. Und deswegen haben wir Stand heute so olle Tastaturen, wie wir sie eben haben. Ne? Und es gibt dann andere Varianten, wo man eben mit Statistiken und mit Heuristiken und allem Möglichen eben versucht, das Layout von den Tasten wesentlich besser zu organisieren. Also er hat das auch schön beschrieben, dass du eben zum Beispiel bei einer Standard-Querz- oder Querti-Tastatur wohl nur 25% der Tasten, die du häufig brauchst, auf dieser, weiß gar nicht, wie das hieß, quasi auf der Mitte hast, dass du dich möglichst wenig bewegen musst von den Fingern her. Mhm. Und dieses Neo, das ist eben auf deutsche Sprache optimiert, statistisch. Und dann hast du eben 65% der Tasten. Und bei mechanischen Tastaturen ist eben das Schöne, du kannst dir das ja selber zusammenstellen, ne? Das Layout von der Tastatur. Und also kann ich mal empfehlen, die Folge unbedingt anhören.
wo er so ein bisschen erzählt, wie die Layouts da aufgebaut sind, also das Dvorak und das, das Neo. Genau. Auf jeden Fall holen wir ihn hier mit rein und ich will dann, ich bin dann ganz gespannt, welche Empfehlungen du bekommst aktuell. Ja. Also ich hab immer noch meins gefunden, das Korne, das würde ich jetzt. Und vor allem, ich habe ja mein eigenes Keyboard-Layout, das an das normale angelehnt ist natürlich, aber dann doch einiges an Sondertasten hat, weil du hast ja weniger Tasten. Ich bin mal gespannt, was er empfiehlt, was da so Stand der Technik ist. Genau. Ja, würde ich sagen, machen wir nächstes Thema. Ich habe was mitgebracht, was vielleicht auch für deine Lehre sich eignet. Was ist SHA-256? Na, warte mal, das hatte doch irgendwas mit, weiß nicht mehr, so Kryptographie zu tun. Mann, irgendwas mit Schlüsseln und so. Mhm. Ne? Ja, ja, irgendwie. Ich habe das nur so im Hinterkopf. Ne? Mathe. Ne? Das ist ein Hashing-Algorithmus. War noch nie so mein Thema, ne? So kryptologisch. Ja, man meint es auch nicht. Die Mathe-Hintergrund ist mir auch komplett schleierhaft. Ich habe hab jetzt auch versucht, auf Basis dieser Empfehlung heute, das ein bisschen zu verstehen, aber ich habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt bin ich raus aus der Nummer. Also ich will nicht den Eindruck erwecken, als wüsste ich, was das alles ist und wie das alles zusammenhängt. Aber also, weil du sagst Hashing-Funktion, das kann man mal ganz grob erklären. Also eine Hashing-Funktion ist im Endeffekt eine mathematische Funktion, da wirfst du vorne was raus und hinten kommt, vorne wirfst du was rein so rum, ne, und hinten kommt irgendwas raus. Und so eine Hashing-Funktion ist eben deterministisch, das heißt, wenn du vorne was reinwirfst, kommt hinten immer das Gleiche raus. Ja. Und je nach Verfahren, das du hast, kann es aber sein, dass das, was hinten rauskommt, identisch ist. Ne? Das macht nämlich so eine Funktion, glaube ich, auch spannend. Zum Beispiel eine Addition ist eben nicht zwingend ein Hashing-Verfahren, ne? Weil hinten also kommt immer das Gleiche raus. Du kannst quasi diesen Rückschluss ziehen und bei so einer Hashing-Funktion kann eben hinten auch zweimal das Gleiche rauskommen. Wobei, es gibt wieder Hash-Funktionen, das nimmst du auch bei dem MD5, ist es, ne? Wo du über eine Datei drüber jagst und nur wenn die Datei die Zeichen enthält in der Reihenfolge, bekommst du hinten auch genau der Wert. Ne? Also es gibt immer die beiden Varianten gibt es eben. Genau. Und warum gibt es unterschiedliche Hash-Algorithmus? Also warum braucht man jetzt verschiedene? Weil wenn das so eine deterministische Funktion ist, dann reicht ja eigentlich in der Welt eine. Naja, den MD5 zum Beispiel, den nimmst du ja, um zu verifizieren, dass das, was du zum Beispiel runtergeladen hast, so einem Fingerprint entspricht, ne, dass die Datei nicht manipuliert wurde. Das ist halt die eine Variante. Und die andere Variante ist ja tatsächlich, dass du zum Beispiel nicht möchtest, dass man es zurückverfolgen kann. Ne? Also nehmen wir mal sowas wie Passworte. Ja, Passworte. Wenn du so Passworte verschlüsselst und in einen Hashwert umwandelst. Wenn das ja immer das Gleiche wäre, dann findest du relativ einfach raus, oder man kann, ne, oder es gibt Menschen, die können dann relativ einfach rausfinden, wie diese Funktion ist, also Reverse-Engineeren. Wenn hinten eben, wenn das anders funktioniert, also hast du zum Beispiel das gleiche Ergebnis für die gleiche oder für unterschiedliche Eingaben, dann ist es ja schwieriger, sowas zurück zu verfolgen, hätte ich jetzt mal so mit meinem Halbwissen über Kryptographie. Ja, aber warum gibt es, also ich meinte jetzt mehr, also ja, würde ich jetzt nicht gegen argumentieren, aber warum gibt es, also warum brauche ich, wenn ich MD5 habe als Hashing oder CRC32, warum überhaupt einen weiteren? Also wenn der doch das Problem eindeutig löst und, also was hat denn dazu geführt, also ich kann es jetzt auflösen, Kollisionen haben dazu geführt, also diese Algorithmen sind nicht kollisionsfrei und je nach Anwendungsfall, die haben unterschiedliche Anwendungsfälle, kann es sein, dass du es mit Daten zu tun hast, wo unterschiedliche Daten denselben Hash erzeugen. Einfach nur, weil die Menge einfach zu groß wird zum Beispiel oder weil einfach der Algorithmus dafür gar nicht ausgelegt war. Also so ist es zum Beispiel so, dass so ein MD5-Algorithmus vor allem auch deswegen nicht mehr großflächig eingesetzt wird, außer bei kleineren Dateien, weil er bei großen Datenmengen einfach Kollisionen also du relativ einfach zu Kollisionen kommst. Und es gibt eine ganze Sportart, sozusagen so Kollisionen zu erzeugen. Ein bisschen was hat das auch was Schönes, ja, weil das geht ja wieder zurück auf dein Passwort, was du gerade sagst. Also wenn da tatsächlich so ein CRC32 oder so ein MD5 verwendet wird, ohne besondere Vorkehrungen,
dann kann es sein, dass zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Eingaben zum selben Ergebnis, Passwort ist gültig, führen. Mhm. Also du musst de facto bei so einem Standard MD5 gar nicht genau das Passwort finden, sondern nur etwas, was diesen Hash wieder erzeugt. Mhm. Und da gibt es mehr als eins mathematisch. Mhm. Ja. Deswegen brauchst du bessere Hashing-Algorithmen, die diese ganze Aufgabe ein bisschen, naja, sie offensichtlich komplexer lösen. Und der aktuellste, der quasi Aufwand gegen Sicherheit tauscht, der ist halt dieser SHA-2 und 256. Mhm. SHA-256 ist dann der Algorithmus, der häufig bei Verschlüsselung zum Einsatz kommt, wo es eben auch darauf ankommt, große Nachrichten, große und kleine Nachrichten, so zu verschlüsseln, dass man eben nicht das nicht knacken kann und nicht erraten kann, indem man einfach worum geht's da eigentlich? Da geht's darum, wenn du eine verschlüsselte Nachricht hast, dann geht's dir ja einmal darum, dass niemand lesen kann, was da drin steht. Und zum anderen geht's ja darum, dass niemand verändern kann, was da drin steht. Das ist ja auch eine Verifikationsmethodik, dass du sagst, ich übertrage das und ich erzeuge davon eine Prüfsumme und diese Prüfsumme, die belegt mir, dass das nicht verändert wurde. Weil wenn die Nachricht ankommt, derjenige benutzt den Algorithmus, berechnet die Prüfsumme, wenn dieselbe Prüfsumme rauskommt, dann muss es ja die gleiche Nachricht gewesen sein. Genau, also du stellst da die Integrität der Daten sicher. Genau. Durch das Verfahren. Und das ist natürlich doof, wenn zwischendrin einer die Nachricht abfangen kann. Das ist erstmal generell doof, aber das passiert halt. Aber dann jetzt die Nachricht verändert und die so verändern kann, dass du nicht bemerkst, dass er die Nachricht verändert hat und trotzdem dieselbe Prüfsumme rauskommt. Mhm. Ja, und weil die Prüfsumme wird ja üblicherweise auch auf einem zweiten anderen Weg übertragen wie die Nachricht. Und da sind dann eben diese Algorithmen angetreten, das möglichst mathematisch korrekt und sicher, also Sicherheit herzustellen durch Aufwand. Mhm. So, warum erzähle ich das alles? Ich habe ja noch nie verstanden, wie die Dinger funktionieren, besonders die komplexeren, also so eine CRC32 und ein MD5, das kriegt zur Not auch ich noch hin, aber einen SHA-2, nee. Mhm. Und wie kompliziert das ist, wenn man jetzt nicht nur das Paper davon liest, das hat sich mal ein Mensch gedacht, dass er das mal visualisieren müsste. Und ich packe mal, der Domingo Martin heißt der. Mhm. Ich packe mal in die Shownotes den Link dahin, also SHA-256-Algorithm.com. Und da kann man einfach oben einen Text eingeben, also zum Beispiel Hello World. Dann sieht man, wie sozusagen ein Message-Block gefüllt wird mit den Bits, die man da reintippt in seine Nachricht. Und dann kann man auf Play drücken. Und dann, oder man kann auch Schritt für Schritt da durchgehen. Und deswegen finde ich das für die Lehre bestimmt ganz toll. Dann wird in Schriftform und quasi die Datenvariablen, die in diesen Algorithmus benutzt werden, wird dargestellt, jeder Schritt einzeln, wie dieser Hash berechnet wird. Und das ist wirklich, wirklich sensationell gut. Also für mich, ich finde sowas sensationell gut. Da steht halt wirklich da, welche Aktion macht der, welche oder X oder und so weiter Aktivitäten passieren da, was wird wohin gespeichert, welche temporären Variablen und Buffer werden verwendet und womit sind die jetzt gerade gefüllt mit der Nachricht, die du da eingegeben hast. Mhm. Und das Witzige ist, du kannst dann auch noch während in irgendeinem beliebigen Schritt kannst du auch die Nachricht ändern, dann siehst du dann auch, wie sich dann die einzelnen Buffer und so weiter alle mit ändern. Ist ein super Ding, um sich mal zu verbildlichen, wie so ein Hashing eigentlich funktioniert. Ja, und jetzt kommt's, das muss man ja, also dieses Hashing passiert ja in so einem Computer ständig. Ja. Und ich habe hier auf meinem Schreibtisch als so eine Art Fidget Spinner, habe ich so einen OCTTNC ASIC liegen, ein Applikations Mikroprozessor, der extra dafür gebaut wurde, um Bitcoin Hashes zu berechnen, Blockchain-Hashes zu berechnen. Mhm. Also das Ding, was ich hier liegen habe, das frisst normalerweise irgendwas bei 192 Watt an Strom und liefert 130 Giga-Hashes ab. An Bitcoin-Leistung ist nicht besonders viel im Vergleich zu heutiger Zeit, aber das Ding ist halt riesig, so groß wie meine Hand. Ich packe auch mal einen Link von dem Ding mit in die Shownotes, damit man mal einen Eindruck von kriegt. Und das war in so einem Miner drin. Und der Chip macht diese Giga-Hashes, ja, diese Angabe, ja, 130 ja. Giga-Hashes, das sind 130 Giga sind Millionen? Nee, Milliarden. Hash-Vorgänge pro Sekunde. Also das, was das Ding da
auf dem Bildschirm dir visualisiert, das macht das Ding 130 Milliarden Mal pro Sekunde. Also Giga ist eine, guck gerade nach, 10 hoch 9 Milliarden. Billionen, ja, Milliarde, genau. Ja. Genau, also 10 hoch, ja. Wahnsinn. Und also das macht das dann ein paar Milliarden Mal pro Sekunde. Mhm. Das sind extra nur Schaltkreise, die genau das tun können und ein bisschen Steuerlogik in diesem Chip drin. Und das ist schon echt witzig, dass wir für so sinnloses Zeug, also ist ja im Falle von Blockchain halte ich es für ziemlich, naja, andere Diskussion. Du bist ja auch ein großer Freund der Blockchain. Total. Also ich bin in Projekte mit nicht mit Blockchain, sondern mit Distributed Ledger Technology involviert. Ja, sind alle total sinnvoll, oder? Es gibt tatsächlich ganz wenige Anfälle, nicht Anfälle, Anwendungsfälle, wo das gar nicht so blöd ist. Also wo du Dinge realisieren kannst, die jetzt mit einer, sag ich mal, Textdatenbank nicht ganz so, sag ich mal, elegant zu machen sind. Aber es gibt andere Dinge, wie diese Blockchain-Geschichte. Naja, weißt du, bei der Inflation, die wir aktuell haben, brauchst du ungefähr 9 Jahre, bis sich dein Geld halbiert hat. Ja? Ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie du das wesentlich schneller machen kannst, und zwar mit Blockchain. Da schaffst du es innerhalb von 6 Monaten, dein Geld zu halbieren. Ne? Es ist halt alles ein virtuelles Gedöns, ne, an der Stelle. Ja. Also drücken wir es mal so aus, wir sollten da mal wirklich dediziert drüber sprechen. Die Technologie, die damals zusammengesteckt wurde, weil es war ja nichts Neues, ne? Es war ja wirklich eine Kombination von Technologien, die am Anfang auch nicht fehlerfrei war. Also gerade auch was die Blockchain ging, ne? Die musste ja, glaube ich, einmal, wie heißt es, resettet werden, ne? Weil da echt noch ein Bug drin war. Aber diesen Punkt, das zusammenzustecken, war eigentlich Bombe, ne? Aber wenn ich mir angucke, was daraus entstanden ist und, ne, und wieder Thema Nachhaltigkeit, was wir da an Energie reinblasen. Ne, ich glaube, war das jetzt nicht China, wo es verboten wurde, das Bitcoin-Mine oder so Geschichten. Ne? Also wenn man sich mal anschaut, das sind ja in Größenordnung von kleinen Ländern verbrauchen wir auf der Welt Energie. Ne? Also, und die entstammen ja heute noch größtenteils fossilen Brennstoffen, ne? Also explodierte Dinosaurier und so. Ja. Für nichts, ne? Also, weißt du, das ist ja noch nicht mal, dass es irgendwie Spiele sind. Nee, da bleibt ja nichts. Das wird ja die meiste Arbeit auch, die gemacht wird, weggeschmissen, weil es machen ja alle parallel und nur einer gewinnt. Aber ich glaube, deswegen sollte man das mal auch mal erklären, was da wirklich passiert, weil die Magic dahinter ist tatsächlich, dass so viel wegwerfen wird, ne? Genau. Blockchain erklären, das schreibe ich jetzt einfach hin. Ja, ja, und das wird ein Brecher. Müssen wir wirklich mal im Detail auseinandernehmen. Ich habe halt ganz viele Kontaktpunkte immer mit dem Thema, immer dann, wenn jemand sagt, das ist die Lösung für irgendwas, und ich brauche tatsächlich noch den Moment, wo mir jemand die Lösung für irgendwas zeigt. Also weil es gibt vielleicht ein einziges Problem, dass es das löst, nämlich wenn wirklich Vertrauen irgendwie gemacht werden soll, aber das kriege ich ja auch anders hin. Naja, man gibt immer verschiedene Varianten. Es gibt so viele Problemstellen. Also auf Twitter liest es immer, Problem und hier per Blockchain gelöst. Dann kannst du eigentlich mit 160 Zeichen meistens erklären, wie du es auch ohne Blockchain machen kannst. Ne? Also hast du ein bisschen im Studium aufgepasst, und weil ich sowas mit Informatik geht, Problem gelöst. Jetzt haben wir uns die Krypto-Dudes hier eingetreten, ne? Die uns jetzt hier gleich überrennen. Jetzt bin ich mal gespannt, was auf dem Discord passiert, weil die organisieren sich ja alle auch über den Discord. Ja. Ich glaube, ich kann dann mal ein Video empfehlen, wie die Blockchain funktioniert. Ja. Und wie diese ganzen Börsen und NFTs und so weiter funktionieren. Ja. Vielleicht sollte ich das auch mit in die Shownotes machen. Ja. Ja. Das ist ein Video. Kennst du das Video? Nee, kenn ich nicht. Okay, das ist ein 2-Stunden-Video. Ja. Okay. Und dieses 2-Stunden-Video, das sollte man sich geben. Weil das erklärt, der Mensch, der da drin ist, hat sich einfach mal damit offen, technologieoffen, auseinandergesetzt und hat in dem Video dargelegt, wie er die Welt sieht, was es da so gibt, warum es das gibt aus seiner Sicht und wofür das gut ist. Und ohne jetzt jemanden spoilern zu wollen, er hat jetzt keinen sinnvollen Nutzen gefunden. Mhm. Das Einzige, was er hauptsächlich gefunden hat, ist, also was heißt hauptsächlich, das Einzige, was er gefunden hat, ist Betrug. Mhm. Also auf ganzer Linie. Ja. Insofern, ich verlinke das mal und dann kann man mal gucken, was passiert. Was die Leute dann uns in die Kommentare schreiben, ob wir uns die Krypto-Dudes tatsächlich eingetreten haben. Genau. Dann nehmen wir uns erstmal Blockchain vor und dann gucken wir uns NFTs an.
Das ist das Nächste, glaube ich. Ja, das eine baut ja auf dem anderen aus. Ist ja der Versuch der von diesen, die ich jetzt hier als Krypto-Dudes bezeichne. Es mögen sich jetzt die Frauen nicht ausgegrenzt fühlen, die subsumiere ich jetzt. Das ist für mich ein stehender Begriff und hat nichts mit Geschlecht zu tun, dass ich da Krypto-Dudes sage. Das Ziel, was ich drunter schreiben kann, ist schlicht und ergreifend, alles, was passiert, zu einem Finanzinstrument zu machen. Mhm. Also selbst der Mausklick, das Registrieren, das Eintragen von Informationen, das Anschauen von alles, was passiert, was auch immer du sehen kannst, was passiert in so einem Computer, wird zu irgendeiner Art von Finanztransaktion, die dann zum Zwecke der Spekulation eingesetzt wird. Spekulation, werden. Ja. Und ja, keine Ahnung. Also vielleicht könnten die Zuhörer mal kommentieren, ob sie sowas interessiert oder eher nicht. Ja. Mir ist noch was eingefallen, weil du hast Kollisionen vorhin genannt, ne? Also wegen den Hashing-Algorithmen-Kollisionen. Da würde ich mal einen Schritt zurückgehen, weil es gibt etwas, die zuhören und die programmieren, ne? Die werden das alle wahrscheinlich schon mal verwendet haben. Und zwar du wahrscheinlich auch die 128-Bit GUIDs, also die Unique Identifier, ne? Verwendet man ganz oft. Zum Beispiel auch, ich glaube, im .NET-Framework gibt es so New GUID, ne, Methode, und dann bekommst du eben so ein String, das sind, glaube ich, so 5 Byte minus 8 bis 6 Byte oder so ein paar Minusse drin. Also insgesamt 128 Bit. Es gibt ein paar Standardformatierungen, wie sowas aussieht. Und das ist im Prinzip ein Unique Identifier. Und der wird auf Basis von im Prinzip Entropie erzeugt. Also zufällig wird er erzeugt. Und wenn du da super Zufall hast, weil du Kollision gesagt hast, das Spannende ist nämlich, die Dinger sind nicht kollisionsfrei. Also die sind gar nicht unique. Die sind annähernd unique. Mhm. Aber ich glaube, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf. Selbst wenn du die absolute Entropie zugrunde legst, also und das Ding ist super zufällig und wird erzeugt, hast du bei diesen 128-Bit-GUIDs immer noch eine 1%ige Wahrscheinlichkeit einer Kollision. Aber nicht auf die ganze GUID, ne, sondern ich glaube auf die Bits hochgerechnet. Und du bräuchtest, und jetzt die Zahl muss man sich mal überlegen, du brauchst, glaube ich, um die 300 irgendwas, 300 irgendwas Millionen, Milliarden, also 6 Nullen und 7 Nullen. Mhm. Und davon 300, also viele Nullen brauchst du, um eine Kollision zu erzeugen. Also wird normalerweise in deinem Programm nicht passieren, wenn du 128-Bit-GUIDs erzeugst, aber es kann tatsächlich passieren. Ne? Aber wir können im Prinzip, wenn wir die Dinger verwenden, eigentlich auch weltweit, also die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering, dass du da eine doppelte GUID hast. Trotzdem, wenn jemand damit programmiert, sollte der das immer im Hinterkopf haben, dass die Dinger eben nicht vollständig kollisionsfrei sind. Und wir verlinken es mal, weil diese GUIDs sind in einem RFC auch tatsächlich beschrieben, wie die aufgebaut sind. Ne? Das ist, glaube ich, 4122. Mhm. Was war da haben? Genau. Und auch was, das gebe ich immer gerne raus in den Vorlesungen. Also ne, wie was funktioniert, ist immer ganz toll in diesen RFCs von der IETF erklärt, also CSV, ne? Bei meinem früheren Job war immer CSV, das ist nirgends definiert und keiner weiß mit CSV. Also Dinge wie ein Zeilenumbrich in einer CSV-Datei. Also kann man reinmachen, ist in der RFC beschrieben. Ja, kann man sich dann mit den ganzen Editoren auseinandersetzen, die das nicht können. Ja, und dann nimmst du einfach mal Programmierbibliotheken von namhaften Frameworks, also die das nicht können, ne? Also die nicht RFC-konform mal. Deswegen heißt das ja Request for Comment. Das Kommentar dieses Implementators ist dann halt einfach. Geht nicht bei uns. Ja, geh weg. Ja, aber wie gesagt, es ist alles mal niedergeschrieben und. Ich habe halt schon wieder so ein Blockchain-Thema als nächstes sozusagen, ne? Aber das machen wir jetzt schneller, weil das schieben wir dann einfach in die andere Sache rein. Smart Contracts kennst du auch. Ja. Mhm. Also was ist denn so, was verstehst du unter einem Smart Contract? Also hast du sowas? Was ich tatsächlich jetzt unabhängig von irgendwelchen Blockchain-Sachen denke, was ich eigentlich ziemlich einen praktischen Anwendungsfall finde, also die darunterliegende Idee. Smart contracts are simply programs stored on a blockchain that run when predetermined conditions are met. Genau, es hat jetzt ich würde es jetzt gar nicht mal auf die Blockchain definieren. Weißt du, wo ich das gerade gefunden habe? Ja. Bei IBM.
Ja, IBM hat mal ganz viel Geld, ist ja wurscht auch. Ja. Der Punkt, was ich machen wollte, ist einfach, die Grundidee ist ja lediglich, du hast irgendeine Art von nicht veränderbarem Speicher. Mhm. Da schreibst du ein kleines Programm rein. Ja. Und dann gibt es noch einen Trigger, der dieses Programm unter einer bestimmten, also das ist ja dieser Kontrakt, ne, unter einer bestimmten Bedingung dann zur Ausführung bringt. Und dann sind Input und Output definiert. Und im Rahmen von irgendwelchen Krypto-Sachen wird das ja gemacht, indem man es auf eine Blockchain drauf dängelt, diese Programme. Also wirklich reinspeichert in die Blockchain, sodass man sie nachher nicht mehr verändern kann und dann quasi aufrufen kann. Und dann gibt es dann auch sogar ja, irgendwelche virtuellen Maschinen, die diese Programme dann für dich ausführen. Mhm. Und das Ergebnis dann wieder in irgendeine Blockchain oder auf einen anderen Weg rausballern. So. Mhm. Und weil man dafür nicht Blockchain braucht, hat sich ein Paul Fratze, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, mal hingesetzt und hat einfach mal Smart Contracts without Blockchains implementiert oder konzipiert und auch ein Video davon gemacht und eine Software implementiert, um das zu demonstrieren. Das fand ich ganz witzig und würde es jetzt auch hier nur so weit anreißen, dass sich die interessierten Zuschauer das mal anschauen und dann Feedback geben, ob wir da weiter rein sollen. Würde dich denn sowas interessieren? Ja, immer. Also, wie so Zeug funktioniert, ist immer interessant. Also vor allem interessiert es mich without Blockchains, ne, damit der ganze Hype-Scheiß weg ist. Weil das ist, Smart Contracts finde ich jetzt gar nicht so einen, finde ich noch mit das für mich nachvollziehbarste Feature, Erkenntnis, was man da im Moment in dem Umkreis, in dem Dunstkreis irgendwie mit hat. Weil du sowas... Also das ist halt das maximal verteilte System. Ne? Also du bringst ja nicht mal die Ausführungsumgebung mit, sondern nur noch den Code und der wird irgendwo ausgeführt, weil irgendwoher irgendein Befehl dafür kommt. Denkst du eigentlich, dass sich diese Blockchain-Geschichte hält? Also denkst du wirklich, das bleibt oder ist es so eine Blockchain-Bubble? Also es hat ja ein bisschen nachgelassen. Ja. Also ich erwarte, dass eine Spekulationsbubble platzt. Ich glaube, die Technologie selber wird bleiben für zwei Anwendungsfälle, die es wirklich gibt. Aber ich glaube, die Menschheit muss zur Vernunft kommen. An bestimmten Stellen ist das Zeug halt einfach überkompliziert und überkomplex. Und du brauchst das nicht. Also um Konsens herzustellen, braucht man das nicht. Um Vertrauen zwischen Parteien, die sich nicht vertrauen, herzustellen, braucht man das nicht. Für Smart Contracts braucht man es. Mir fällt einfach kein wirklicher Grund ein, warum man das komplizierte Zeug braucht. Und ich meine, wir beide hatten das letzte Mal, als wir drüber geredet haben, sind wir ja selber drauf gekommen, dass sowas wie Git ja auch nichts anderes ist als ein Forward-Only-System. Da gibt es eben bloß die Möglichkeit, dass ich einen Rebase mache und die Geschichte ab dann dort weiter ändere. Genau. Aber auch da muss ich, also kann ich nicht mittendrin einen Commit ändern, sondern muss, wenn ich das ändern will, den Rebase machen ab dem einen Commit davor, dann meine Änderung machen und dann ab dort alles wieder manuell nachvollziehen. Also wieder neu nachmachen. Also ich verändere die komplette Git-Geschichte, die Hashes, die da verwendet werden, auch in dem Moment komplett ab dem Moment, wo ich eine Änderung reinhaben will. Das heißt, ich kann immer Manipulation feststellen. Also diese ganzen Argumente, die Blockchain Evangelisten, vorhin haben wir es im Pre-Show schon erzählt, anführen, die habe ich in irgendeiner Art und Weise auch woanders. Da ist ja nichts Neues erfunden worden. Und dieses Proof of Stake und Proof of Work, ist halt eine sehr teure Voting-Maschine, ne? Die dann auch nicht so unparteiisch funktioniert. Und ja, gibt es ja Milliarden, jetzt rente ich doch darüber, jetzt gibt es ja doch Milliarden Beweise dafür, dass das System, was so toll dezentralisiert ist, dann doch am Ende zentralisiert ist, weil sie dann doch alle die Kohle auch wieder rausziehen wollen irgendwann. Ja, natürlich, das ist eine. Und dann können wir auch mal drüber sprechen. Ich kenne mich jetzt in der Ecke nichts aus, aber ich hatte das mal gelesen, dass wenn dir eine bestimmte Menge von dieser Blockchain gehört, wir hatten auch mal einen Vortrag, wo das unheimlich gut erklärt wurde, dann kannst du dir im Prinzip bestimmen, ja. Also, und theoretisch ist es wohl so, dass es Stand heute so ist, weil das alles so jemand, Menschen. Ja, das ist ja korrekt. Also genauso wird ja Konsens hergestellt. Die Mehrheit der Rechnenden, also
Was wird denn da überhaupt berechnet? Da wird ja ein neuer Block berechnet und der Block wird berechnet, indem man das, was man quasi signen will, da reinkippt. Mhm. Und dann fangen alle an zu rechnen, wie der Hashwert dieses Blocks, also rückwärts rechnen sozusagen. Ja. Mhm. Und wenn sie dann den Block gefunden haben, der den Inhalt hat, dann kriegt einer davon sozusagen irgendein Ergebnis ausgezahlt. Mhm. Den Block, also neue Bitcoins, Blockchain-Zeugs da ausgezahlt. So. Ich rede jetzt ganz viel Unsinn, aber übergreifend reicht das jetzt in Flughöhe, denke ich mir. Damit alle der Meinung sind, derjenige sollte das jetzt kriegen, der hat es gefunden als erster, müssen alle dieselbe Rechnung vollführen. Also die gehen dann her, nehmen den Hash, den der gefunden hat und rechnen das aus. Und rechnen das nach, ja. Und wenn sie dann alle zum selben Ergebnis kommen, die das nachrechnen, dann ist es okay. Also die Mehrheit zu einem Ergebnis kommt. Wenn du die Mehrheit stellst, dann kannst du sagen, nö, das rechne ich ein bisschen anders, das passt schon so. Und dann hast du sie überstimmt. Und dann hast du im besten Falle einen Fork. Das heißt, du hast dann zwei Teile. Ein Teil der Welt, der ist der Meinung, das kommt raus. Und der andere Teil ist der Meinung, das kommt raus. Ja, und dann hast du ein Problem. Und das ist bei Bitcoin zum Beispiel schon mehr als einmal passiert. Passiert, ne? Ja. Dass man sich da anderer Meinung war, weil man am Code, am Algorithmus, an dem Ablauf was geändert hat. Ja, jetzt haben wir da hier aber ein Fass aufgemacht, ne? Naja. Okay, aber falls Interesse besteht, dann können wir da ja tiefer rein ranten und dann gerne auch Fragen schicken dafür. So. Da müssen wir uns auch tatsächlich ein bisschen vorbereiten, weil das ist ja ein Thema für sich. Ja. Und weil ich gerade am ranten bin, dieses Smart Contract Without Blockchain Ding da, das hat dieser Paul geschrieben und veröffentlicht auf Medium. Und auch in unserem Discord hat mir gestern, glaube ich, ein Schreiber, ich lasse jetzt mal die Namen alle weg, einen Link auf Medium geschickt. Und ich kriege jetzt in letzter Zeit häufiger so Medium-Links und ich weiß gar nicht, was die Leute an Medium so toll finden, also die veröffentlichen, die Autoren, weil das ist ja für mich als Lesenden nur schrecklich. Genau, also das Spannende ist, das Medium ist für die, also wer das nicht kennt, also medium.com, ne, ist im Prinzip eine Plattform, wo du, im Prinzip ist eine Blogging-Plattform im Endeffekt. Ne? Also du kannst einfach Artikel schreiben und da veröffentlichen. Und es ist eben für, sag ich mal, jemand Untechnisches super einfach, da so einen Blog zu starten und loszuschreiben. Also jetzt mal überspitzt, eine Konkurrenz zu WordPress. Ja? Also, ich wollte gerade sagen, das kriege ich mit WordPress und, auch. So. Genau, also im Prinzip ist es nicht eine Konkurrenz, ne? Also quasi Mitbewerber. Machen wir es gleich wie Mitbewerber, genau, von WordPress. Medium hat ein paar, also ich kann dir aus meiner Sicht sagen, warum Medium tatsächlich gerne genommen wird. Das eine ist die Usability, also User Experience, Usability. Und das Ding sieht schick aus. Ne? Also man muss wirklich durch die Bank sagen, also ich bekomme auch oft Medium-Einträge oder finde auch mal was, wenn ich was suche. Und du guckst dir an, ich denke mal, die sehen schick aus, ne? Diesen schönen. Ja, und man kann es monetarisieren. Das wäre so der Hauptgrund, ne? Etc. Ne? Genau, und du kannst es monetarisieren. Und da ist jetzt der Haken an den Geschichten, weil das ist mir jetzt die Tage auch aufgefallen. Ich hatte auch ein paar Links durchgeklickt und dann stand da plötzlich: Boah, du kannst jetzt noch einen Medium-Artikel lesen, ab dann kostet das. Ja, so, genau. What? Ja, und es ist halt eine Paywall, ne? Also, und das ist wieder der Tod fürs Internet. Ja, und man kriegt es nicht raus. Wenn da. Das ist mein Hauptproblem. Ja, ich kann den Artikel sehr schwer nur in einen PDF oder überhaupt drucken oder so. Ja, also drucken erkläre ich gleich, das ist nämlich mein letztes Thema. Und da ist tatsächlich, als Informationskonsument ist es tatsächlich ärgerlich und du kommst halt an die Informationen nicht ran. Ne? Und ich hatte das auch schon ganz oft, durch die Artikel einfach nicht lesen konnte. Ne? Und dann habe ich die auch tatsächlich ignoriert. Also ich setze mir da nicht auf eine Leseliste, dass ich den nächsten Monat mir das angucken kann. Und habe es dann aber dann doch zu selten, als dass ich da Geld reinwerfe. Und genau das ist ja mein Problem. Also eigentlich, was ich eigentlich will, ist, ich will eigentlich ein RSS-Feed auf das Zeug. Ja. Also wenn jemand möchte, dass ich Sachen lese, dann RSS-Feed. Und ich benutze NetNewsWire auf meinem iPad und auf meinem Mac, um sowas zu lesen. NetNews ist eigentlich ein ganz tolles Programm. Und RSS-Feeds sind ja sowieso total toll. Und viele Webseiten haben das, zeigen das nicht besonders gut an. Es gibt sogar im HTML definiert,
wie man das dann als Attachment sozusagen, also wie die Seite so eine Art Autodiscover machen kann. WordPress zum Beispiel hat ja auch immer RSS im Hintergrund. Und so will ich eigentlich die Artikel dargereicht bekommen. Und ich finde, das macht auch am meisten Sinn für die Autoren irgendwie, weil du bekommst ja dann den Artikel. Also RSS zum Beispiel. Ich finde auch die RSS-Feeds doof, wo im Grunde nur die Überschrift drin steht und ein Link auf den Artikel. Weil ja, kann ich auch, also das brauche ich ja nicht. Ja, genau. Kannst du so einem Plattformbetreiber nicht verübeln, ne? Weil klar, die wollen das monetarisieren, die wollen Geld, also das Unternehmen wollen die Geld verdienen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob bei Medium Aktionäre dahinter stehen, ne? Wenn es da... ich kann das also, super, aber Geld. Die machen ja das mit dem Content von anderen, die dann das freiwillig dann genau, draufpacken. Genau, also du erstellst halt Content, die ich weiß nicht, in wie viel dann bei den Schreibern eben ankommt, aber es gibt ja andere Dinge, ne? Also was weiß ich, nehmen Sie das Patreon, es gibt ein deutsches Pendant, das habe ich gerade nicht im Kopf. Es gab aber das ist Freiwilligkeit, großer Unterschied genau, für mich. Genau, ne? Flatter gab es ja mal, wurde dann so Micropayments quasi auch regelmäßig an Seiten freiwillig machen konntest. Also gibt es da zig Dinge, ne? Also, ja, ich bin auch bei Patreon und habe dort mehrere Abos laufen und gebe Menschen Geld dafür. Genau. Aber das ist für mich andersrum als so ein Membership auf Medium weil, oder ein Zeitungsabo. Ich bezahle nicht dafür, dass ich beliefert werde. Ja. Und ich bezahle auch zum Beispiel bei Twitch nicht dafür, dass, also ein Abo schließe ich nicht ab für jemanden, damit der mir morgen noch Content liefert. Sondern für mich funktioniert das so, ich bezahle mit meinem Betrag, den ich da bei Patreon einwerfe und den ich sozusagen dann auch bei Twitch einwerfe, ich bezahle das, was ich schon bekommen habe. Mhm. Also ich unterstütze den und sage so, hey, das hast du toll gemacht, hier ist mal Geld in den Hut. Da hast du mal, ja. Das ist ja spannend, weil du gerade sagst Abo. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe dieses Make-Abo und also das Make-Magazine. Und das war genau, also die Idee dahinter, wenn ich so eine Zeitschrift kaufe, da zahle ich aber Leute, die das als Beruf machen. Ne? Die setzen sich hin, die schreiben die Artikel, die bauen das Zeug, die recherchieren das. Da ist ein Redakteur, der da schreibt, da ist ein Chefredakteur, der vielleicht drüber guckt. Du kriegst das Ding gedruckt, ne? Kriegst mit der Post zugestellt, also lauter solche Dinge. Ja, okay, das ist ja eine Dienstleistung, die kann ich verstehen, dass man sie bezahlt. Genau, und da sitzt ja auch jemand, der das wirklich macht. Und ich zahle ja, also ich werfe da jetzt da kein Geld rein und hoffe, dass irgendwas bei... sag ich mal, Heise ist es ja als Verlag, ne? Und sagt, ne, ich werfe da Geld rein und hoffe, dass Heise was abbekommt, ne, in der Hoffnung, dass die noch weiterschreiben können. Ich zahle ja da ganz konkret die Leistung des Unternehmens, ne, und der Menschen, die da drin arbeiten. Und das ist ja nochmal ein anderer Punkt. Ich glaube, du kannst aber bei Medium jetzt nicht direkt oder kann man da Blogs dediziert bezahlen? Also ich sage, ich gebe jetzt der Person nicht, Geld. Aber das würde ich jetzt, was du gerade gesagt hast, die Definition von Abo ist bei mir eine andere. Du bezahlst. Also kurze Frage, dein Make-Abo? Ja, ja. Das hast du im Voraus bezahlt, korrekt? Irgendwo in der Mitte. Ne, also, aber was ich mache, ist, ich kaufe 12 Ausgaben. Ne, im Voraus? Also, genau. Ja, okay, aber das meine ich. Ja, also die traditionelle Interpretation im amerikanischen, europäischen Raum von Abo, Subscription, ist, ich bezahle das Zeug einmal im Voraus. Für den abonnierten Zeitraum. Und das mache ich, da mache ich einen Unterschied zu Patreon. Da schließt du ja ein Abo ab und wirst im Nachhinein abgerechnet. Jeden Monat. Ja. Das heißt, da wird erst geliefert und dann kriegst du die Rechnung. Okay. Du kannst auch noch bis zum letzten Moment sozusagen zurückhüpfen. Und, oder zum Beispiel, ich habe eins bei Patreon. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass das geht. Also ich habe es bis dahin nicht gewusst. Ich habe ein Abo. Da bezahle ich pro Video, was die produzieren. Genau, das kannst du einstellen als Creator. Ah, okay, kannst du sagen, also wir könnten es zum Beispiel auch machen, dass eben, wenn jemand sagt, ich werde ein Patreon, ne, und dann kriegt er quasi nur in Rechnung gestellt, wenn wirklich Content kommt. Das heißt, wenn dann eben, ne, wie bei uns eine lange Pause ist, dann zahlt er auch nichts, weil ja kein Content kam. Also das geht durchaus auch bei Patreon. Ah, okay. Ja, okay. Genau. Wobei ich weiß nicht, inwieweit das an den an deren Blog oder so gebunden ist, ne, weil die haben ja auch wieder eine eigene Plattform. Aber was du eben machst, ne, du zahlst dann nicht die Plattform generell und hast auf alles Zugriff. Also das ist ja die Werbung bei Medium. Also jetzt auch ganz wichtig, also ohne die Plattform schlecht zu machen.
Weil da sind unheimlich viele gute Artikel drauf. Ne? Aber da ist eben, hast 5 Dollar, ich habe es gerade vor mir, 5 Dollar im Monat oder 50 im Jahr und dann bekommst du eben Unlimited Access. Ne? Also dann darfst du eben bei Medium das quasi lesen. Das ist dann wie bei vielen so Paywalls einfach, du kommst an die Informationen erst ran, wenn du bezahlt hast. Und ich finde das insofern spannend, weil es gibt aktuell in der Wissenschaft eine Bewegung, dass man sagt, alles, was an Forschung publiziert wird, soll eigentlich, und da ist ein Konsens, wenn man sagt, das soll Open Access werden. Ja. Also bisher war es durchaus so, dass du Dinge publiziert hast. Ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben und das ist eben über einen Verlag erschienen. Und wenn du jetzt aber das möchtest, man hat ja auch dann die Rechte, entsprechend einen Vertrag abgeschlossen und dann muss dafür jemand bezahlen. Das ist aus Forschungssicht ärgerlich. Und das ist auch bei vielen Konferenzen so, wenn die über einen Verlag das dann machen, dass du an diese Artikel immer nur über eine Paywall rankommst. Universitäten etc., die zahlen das, ne? Und für Privatleute ist es aber, oder für Privatmenschen ist es eigentlich dann eher ärgerlich, wenn man sagt, oh, ich will mal das Paper oder so lesen. Ne? Genau wie bei ISO-Normen. Ne? Normen sollen eigentlich frei verfügbar für alle sein. Du zahlst eine Menge Geld, dass du an so eine Norm rankommst. Also das offensichtliche Wort, was mir jetzt gerade durch den Kopf schwitzt, das, und die URL, die werde ich jetzt nicht sagen. Moment, du zahlst eben Geld, dass du da rankommst und in der Wissenschaft wird jetzt eben gesagt, ne, man möchte eigentlich schon dahin, dass man Open Access macht. Das heißt, ne, wissenschaftliche Ergebnisse werden für alle publiziert. Es gibt, mache ich zum Beispiel auch, ich habe von allen meinen Konferenzpapern eine Autorenversion bei mir auf der Homepage. Ne? Also das ist die Version, die ich eben, wo ich keine Rechte abgetreten habe. Ne? Das ist eine eigene Version, die irgendwann mal entstanden ist, die veröffentlicht wurde. Dass man eben in der Wissenschaft darauf auch kommt. Ne? Also wenn jemand sich darauf beziehen möchte, weil nichts schlimmer ist. Also ne, das ist absurd, wenn du in der Forschung bist, du möchtest eine Referenz verwenden und kannst es nicht, weil die Geld kostet. Ne? Und vielleicht stehen da die wichtigen Dinge drin. Ne? Oder du referenzierst das falsch. Also ganz der Klassiker ist eben, weil es nicht gelesen wurde und weil man dann Sekundärliteratur nimmt, ne, wo man, über die man dann die erste Literatur referenziert, weil du das Original nie gelesen hast, dann kommt da Humbug, ne, am Ende raus. Und also da geht man gerade in eine andere Richtung. Und auf der anderen Seite siehst du an vielen Ecken, wo Geld eben, nicht Geld, wo Inhalte, also Content, anderer im Prinzip monetarisiert wird. Geschäftsmodelltechnisch coole Geschichte, informationstechnisch natürlich ein Fiasko, ne? Weil du kommst nicht mehr ran. Und ich glaube, da gibt es also eine aktuelle Person in den Medien, ne? Also gerade mit der Corona-Krise und Covid-Geschichte, also der Herr Drosten, Professor Drosten, der quasi gesagt hat, also alles, was er in der Öffentlichkeit, also an Interviews rausgibt. Also seine Bedingung ist immer, das darf nicht in eine Paywall landen. Also und er begründet, das habe ich gesehen, er hat vor kurzem mal begründet. Ne? Er sagt auch, sein Job ist ja öffentlich bezahlt, ne? Und dann soll das auch der Öffentlichkeit zugänglich sein. Aber selbst ohne Begründung, ne, dass man eben hingeht und sagt, ne, wenn ich euch schon das Interview gebe und kein, ne, zum Beispiel auch kein Honorar oder so bekomme, dann bitte packt das aber auch so, dass gerade auch wenn relevante Informationen drin sind, dass es für alle Menschen zugänglich ist. Und klar, widerspricht dann diversen Geschäftsmodellen, die es da gibt. Aber ich denke, das ist halt wirklich so ein Thema, wo sich das Web hin entwickelt hat. Und da muss man mal schauen, wo das so hingeht. Ne? Ja. So, und das ist so eine Gedankenkette bei mir, die letzten drei Themen gewesen. Und zwar, dass ich bin ja jetzt von diesem Smart Contract, das auf Medium gepublished wurde, wie das ohne Blockchain funktioniert, bin ich gekommen zu Medium und der Kritik, meine Kritik an dem Zeug. Ja. Und jetzt kommt's, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich habe mir im Moment zur Angewohnheit gemacht, weil viele Artikel, die hast du für 10 Sekunden auf dem Bildschirm. Ja. Oder weiß ich, eine Stunde oder so. Und dann wandern die hinter eine Paywall. Mhm. Okay. Und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, wenn ich einen Artikel lesen will später, den mir nicht als Link zu speichern, sondern den auszudrucken. Mhm. Und zwar drucke ich das bei mir auf einen Netzwerkdrucker, der heißt PDF. Und da fällt hinten ein PDF raus, was immer in einem gescherten Ordner landet. Okay.
Und das kann man total simpel einrichten. Und das, du kannst dann auch von jedem Gerät, was du hast im Netzwerk, kannst du dann dahin drucken. Mhm. Und dann kannst du einfach jedes beliebige Dokument, was du hast, was du drucken kannst, kannst du einfach nehmen und kannst du dahin schicken zu diesem Netzwerkdrucker. Ja. Und am Ende kommt eine PDF-Datei raus, die du von überall lesen kannst, auch mit den Artikeln, die du dann hinter eine Paywall landen später. Mhm. Und da gibt es eine Anleitung für. Wie man das einrichtet, ist also wirklich ziemlich simpel. Ich habe hier zig Raspberry Pis im Haus laufen und einer von denen, beziehungsweise ein Docker-Container in dem Fall, führt dieses einfach ein Linux mit einem CUPS-Server, CUPS-Server. Mhm. Und da kannst du den PDF-Treiber oder Print-to-PDF rein installieren. Ja. Und der announced sich die ganze Zeit im Haus. Und zum Beispiel alle Windows-Rechner, alle iPhones, die sehen den automatisch im Netz. Und können dann ohne weitere Konfiguration einfach auf das Ding ihr Druckauftrag abwerfen. Okay. Und das dachte ich, das erwähne ich mal, dass es das gibt und dass man das machen kann, weil ich habe gemerkt, dass wenn ich das irgendwelchen Menschen erzähle, dann sagen sie so, oh ja, stimmt, das kann man eigentlich manchmal gebrauchen. Ja, ich drucke auch viel in PDFs, aber eben manuell, ne, über hier drucken, Drucker auswählen, ne, eher die ätzende Variante, abspeichern als Datei, Netzwerklaufwerk suchen, dran denken, oh Mist, das könntest du mal automatisieren und besser machen und vergessen. Bis zum nächsten Mal drucken. Ja, ich habe tatsächlich sogar also bestimmte Vorgänge, die ich immer wieder mache, wo ich rechts klicke und dann drucken. Da geht es bei Windows ja oft dieses Schnell- oder Sofort-Drucken-Funktion, ne, dass du wirklich gar nicht, kein Dialog mehr aufgeht. Mhm. Und den kannst du ja manchmal sogar so konfigurieren. Und wenn der dann wirklich das auf so einen Netzwerkdrucker wirft, dann geht ja wirklich gar kein Dialog und nicht mal ein Dateispeichern-Dialog auf. Ja. Und das ist schon ultra praktisch. Bei dir gelingen, fällt mir ein. Weißt du, wer der Hersteller von CUPS ist oder wer der Maintainer von CUPS ist? Von diesem? Nein. CUPS PDF ist das Paket. Ne? CUPS PDF ist das Paket und CUPS selber, CUPS, ist die Software. Und das war mal vor langer Zeit ist das gestartet und irgendwann hat es Apple übernommen. Hat das Maintainership dafür übernommen. Also das ist ein offizielle LGPL2 lizenzierte Apple-Software. Mhm. 2007 bis 2021 Apple Inc. Ja. Und war geschrieben von Volker Bär. Unter anderem. Ich denke mal, wie jede gute Open-Source-Software von mehr als einer Person. Ja. Also darunter zählt dann ausschließlich meine Software zum Beispiel nicht. Da sind immer meistens nur ich. Meine ist auch immer eine schreckliche Software, weil ich die allein geschrieben habe. Ja, aber dafür benutzen es ein paar Leute. Mhm. Immerhin. So, ich glaube, so vom Thema her. Ja, haben wir die Community mal wieder zugeworfen mit neuen Tools zum Ausprobieren. Jeder Menge Infos. Ungarem Halbwissen. Gern geschehen. Ja, sowieso. Ja. Und muss man natürlich sagen, wir sprechen immer nur über die Dinge hier, von denen wir keine Ahnung haben. Ne? Weil langweilig ist es ja, wenn wir über die Sachen sprechen, die wir alle schon wissen. Man macht ja viel mehr Spaß, wenn man nur Halbwissen hat über irgendwas. Wir haben noch eine Sache auf der Liste, das GitHub Education Program. Ich habe jetzt nochmal eine E-Mail bekommen, das wollte ich einfach als Abschluss vielleicht noch kurz sagen, weil wir hatten das letzte Mal kurz drüber gesprochen. Ich habe gesagt, stell mal zurück, weil ich bin noch nicht dazugekommen. Ja. Und jetzt kam gerade eine E-Mail nochmal, dass das Interviewprogramm im März dann stattfindet. Also man muss da wirklich nochmal vorstellig werden und dann wahrscheinlich in so einer Online-Session denen auch erklären, was du da mit GitHub eigentlich vorhast in der Lehre etc. Okay. Also wird sehr spannend, weil wenn ich dann da durch bin und da vielleicht auch reinkomme etc., stellt sich immer noch die Frage, wie kriegst du so eine Plattform in die Lehre eingebaut, weil wir dürfen das ja nicht einfach so verwenden, weil ich kann ja einem Student oder einer Studentin nicht sagen, leg da mal einen Account drauf an, weil das ist ein Third-Party-Ding und Datenschutz, also EU-Datenschutz-Grundverordnung. Geht das nicht föderalisiert? Also dass du von euch, von den Uni-Account da benutzt? Nee. Also du brauchst da deinen Account so oder so da drauf und schon bist du in dieser, sag ich mal, Auftrag, wie heißt das, Auftragnehmer, Datenverarbeitungsgeschichte drin. Hat alles seinen Sinn, ne, und macht aber manche Dinge schwer und man muss eben rausfinden, wie kriegt man sowas gelöst. Also das bleibt noch ein sehr, sehr spannendes Problem. Wir haben das auch an anderer Stelle.
Klar, man möchte nicht ganze Kurslisten quasi rausgeben an so eine Betreiber oder an eine Plattform, ne, mit Namen, E-Mail-Adressen etc. Und deswegen ist das ein Thema, da muss man echt drauf schauen, dass man das ordentlich und richtig macht. Und also das bleibt noch ein spannendes Thema, aber erstmal gilt es ja, die Hürde zu nehmen, dass man da überhaupt reinkommt und da mitspielen darf und an die ganzen Ressourcen rankommt. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja, ich bin gespannt auch, also wie die das dann integrieren, also ja, wie die sich das vorstellen, dass das integriert wird. Genau. Ja, spannend. Ja, nächstes Mal, vielleicht, also würdest du jetzt den Philipp mal anschreiben? Ja, klar, ich schreibe den Philipp an. Ja, wunderbar. Na, der hört das dann bestimmt am Wochenende auch, was wir hier wieder sabbeln. Und, aber ich melde mich vorher bei dem und guck mal, wann der Zeit hat. Und dann finden wir vielleicht übernächste Woche einen Termin, wenn es bei ihm reinpasst. Und dann gucken wir mal, was der so an Tastaturen aktuell empfehlen kann. Vielleicht gibt es da neue Switches-Hersteller oder neue Boards. Ja, die gibt es immer, habe ich den Eindruck. Ja, ja. Immer neu. Wo auch immer der das ausgrabt, aber es gibt immer was Neues. Alles klar, dann hören wir uns nächste Woche. Nächste Woche, ne? Bis dann, Daniel. Bis dann, ciao. Ciao.